Ja, ich denke, dass die Sehnsucht nach Frieden ist in der heutigen Zeit besonders stark ausgeprägt. Und vor allem in Ländern wie in der Ukraine, wo viele, viele Menschen jetzt in einer unwahrscheinlichen Verunsicherung leben, weil sie einfach nicht wissen, ob sie am nächsten Tag noch am Leben sind, ob das Leben dann in dieser Nacht schon durch Raketenbeschuss oder Granaten oder sonst irgendwelche schlimmen Ereignissen zu Ende ist. Aber es gibt eine Perspektive, die uns immer wieder auch vor Augen gehalten wird aus der Bibel, die von einer Dimension spricht, die jetzt in vielen Menschenherzen wahrscheinlich eine klingt wie eine Zukunftsmusik, aber sie ist real, sie ist echt. Und besonders der Losungstext heute weist uns wieder auf diese sogenannte Zukunftsmusik hin, wo der Prophet Jesaja sagt, mein Volk. Und da ist ganz sicherlich zunächst einmal, aber nicht nur ausschließlich Israel gemeint. Mein Volk wird in friedlichen Auen wohnen, in sicheren Wohnungen. Jesaja 32, Vers 18. Natürlich ist das jetzt eine Zukunftsschau, die der jetzigen momentanen Realität nicht entspricht. Und dennoch ist es etwas, was vor uns liegt. Weil ich glaube, und davon bin ich überzeugt, dass diese Perspektive nicht nur für Israel ist, sondern für mein Volk. Und zu diesem Volk gehört ja auch letzten Endes der Leib Jesu, die Gemeinde Jesu, alle, die in Jesus Christus sind, alle, die, wie es die Bibel auch nennt, die den Sohn haben. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Eine wichtige Überlegung und Klärung für manche Menschen wäre da ganz, ganz wichtig und essentiell. Gehöre ich zu Jesus? Ist Jesus mein Herr und mein Heiland? Ist er mein Erlöser? Habe ich ihn? Oder noch anders gesagt, hat er mich? Ist er derjenige, der meine Schuld und meine Strafe am Kreuz bezahlt hat? Wenn ja, dann habe ich dieses Leben. Dann gehöre ich zu diesem Volk, im jetzigen Sinn auch erweiterten Volk Gottes, zu all den Erlösten. Und so sagt auch im Neuen Testament, lehrt uns der Lehrtext, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Auch das wollte der Apostel Paulus den Geschwistern, den Gläubigen in Ephesus schreiben, im zweiten Kapitel. Hat er diese Worte ihnen zitiert. Sie sind jetzt von einer völlig anderen, man könnte schon sagen, Dimension. Sie haben jetzt eine völlig andere Zukunft und Dasein. Sie sind erbaut, sie sind Mitbürger und sie sind nicht mehr Gäste sozusagen im Reich Gottes. Ihr seid nicht mehr Gäste. Und Fremdlinge schon gar nicht, sondern Mitbürger. Von wem? Der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Und das ist alles erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, wo Jesus Christus wirklich der Eckstein, das Fundament ist. Und auf ihn
bauen wir unser Leben, unser Heute und auch unser Morgen. Und darüber dürfen und sollen wir auch wieder froh und dankbar sein und ihm dafür alle Ehre geben und ihn auch immer wieder anbeten. Ja, ich wünsche dir auch an diesem Tag wieder einfach Geborgenheit in und durch Jesus, Zuversicht durch die Kraft des Heiligen Geistes und Freude und Dank dem Vater, dass er uns zu seinen Kindern gemacht hat, durch Jesus Christus. Also bis morgen vielleicht. Servus.